Hey, bist du bereit für ein Gehirntraining? Denn ich habe 30 neue Rätsel für dich. Ich zeige dir für jedes Rätsel ein paar Leute und du musst entscheiden, welche Person sich nicht schlau verhält. Du hast pro Rätsel 7 Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Für jede richtige Antwort bekommst du einen Punkt. Bereit? Nimm einen Zettel und Stift und lass uns anfangen. Charlotte und Elizabeth erledigen die Hausarbeit. Charlotte will ein paar Kleider bügeln und Elizabeth will etwas kochen. Wer ist nicht besonders schlau? Elizabeth. Charlotte ist safe, weil das Bügeleisen ausgeschaltet ist. Lucas und Liam machen mit ihren Kindern einen Ausflug. Lucas ist abgelenkt, während seine Tochter auf einen Baum klettert. Liam spricht mit einem anderen Vater, während sein Sohn einen Hund streichelt. Wer verhält sich falsch? Lucas. Der Ast, auf den seine Tochter klettert, bricht und sie wird gleich fallen. Ava und Olivia verlassen ihr Haus, um endlich wieder nach dem Mutterschaftsurlaub auszugehen. Ava beschließt zu laufen und Olivia wartet auf ein Taxi. Aber wer ist hier nicht fertig? Olivia. Sie hat vergessen, ihr Make-up zu beenden. Michael und Logan sind Blogger, die sich an gefährliche Orte begeben. Dieses Mal macht Michael ein Selfie, während er auf einer riesigen Welle surft. Und Logan macht eins, als er am Rand einer Brücke steht. Wer ist nicht so schlau? Michael. Bei Logan sind wenigstens Leute da, die den Notdienst rufen können, falls etwas schief geht. Michael ist allein. Es ist früh am Morgen. Ian und Nolan fahren ihre Kinder zur Schule. Wer ist nicht schlau? Nolan. Sein Kind ist nicht im Auto. Jackson und Emma arbeiten ehrenamtlich in einem Tierheim. Jackson füttert die Katzen und Emma wäscht die Hunde. Wer macht etwas falsch? Jackson. Er hat den Katzen versehentlich Hundefutter gegeben. Scarlett und Ellie gehen ins Bett. Scarlett hat ihre Tür offen gelassen, damit ihre Katze während der Nacht rein kann. Ellie zieht es vor, ihre Tür zu schließen. Wer ist aber nicht so schlau? Scarlett. Du solltest nachts immer deine Schlafzimmertür schließen. Im Falle eines Feuers werden Flammen und Rauch eine Weile aufgehalten und das verschafft dir wertvolle Zeit. Riley und Isabella bringen ihre Kinder in den Kindergarten. Riley fährt mit ihrer Tochter Fahrrad und Isabella und ihr Sohn fahren mit dem Auto. Wer ist nicht schlau? Isabella. Ihr Kind ist nicht angeschnallt. Lily und Oliver haben Bewerbungsgespräche um 16 Uhr. Lily bügelt ihren besten Anzug und Oliver trägt Jeans und wartet im Flur. Wer bekommt heute keinen Job? Lily. Sie muss die Zeit verpeilt haben. Das Interview ist in 5 Minuten und sie ist immer noch zu Hause. Sophia und Aiden arbeiten im Garten. Sophia gießt die Blumen, während ihre Katze herumläuft. Aiden mäht den Rasen, während sein Kind in der Nähe spielt. Wer ist nicht schlau? Aiden, es ist gefährlich, den Rasenmäher zu benutzen, wenn Kinder in der Nähe sind. John und Brandon machen Frühstück für ihre Kinder. John macht Sandwiches und Brandon macht Eier mit Speck. Wer macht etwas falsch? Brandon. Er hat vergessen, den Herd anzuschalten. Thomas und Abigail gehen auf ein Date. Thomas kam eine halbe Stunde früher und hatte ein paar Blumen gekauft. Abigail ist gerade aus London zurückgekommen und fährt zu ihm. Wer macht etwas falsch? Abigail.
Sie fährt auf der linken Seite der Straße. Ryan und Kylie haben während ihrer Weihnachtsferien Spaß draußen. Ryan lernt auf dem See Schlittschuh laufen und Kylie fährt im Wald Ski. Wer ist nicht so schlau? Ryan. Das Eis auf dem See bricht und es ist niemand da, der ihm helfen kann. Asher und Haley genießen ihre Ferien. Asher chillt am Strand und Haley erklimmt den höchsten Berg in der Umgebung. Wer verhält sich nicht so weise? Asher. Obwohl Haleys Aktivität ziemlich riskant ist, scheint es ihr gut zu gehen. Aber Asher ist am Strand eingeschlafen und wird einen Sonnenbrand bekommen. Chloe und Avery machen sich am Freitag eine schöne Zeit. Chloe liest ein Buch und Avery sieht sich eine Dokumentation an. Wer verpasst etwas? Avery. Sie hat vergessen, den Ofen auszuschalten und etwas brennt. Hannah und Maya treffen heute ihre Freunde. Hannah ist mit dem Fahrrad angekommen und wartet am Haus auf ihre Freundin. Maya ist mit dem Auto gekommen, hat die Türen geöffnet und wartet darauf, dass ihre Freundin herunterkommt. Wer ist nicht so schlau? Maya. Es ist nicht sicher, mit unverschlossenen Türen im Auto zu warten. Ein Fremder könnte schnell ins Auto einsteigen und sie könnte nichts dagegen tun. Mason und Jacob machen einen Trip in die Wüste, wo sie den ganzen Tag verbringen wollen. Wer ist nicht ausreichend vorbereitet? Mason, die Sonne ist brutal und er trägt keinen Hut. Emily und Madison verbringen ihre Zeit im Freien, aber es ist nicht ihr Glückstag. Emily stolperte und fiel in eine Schlammpfütze. Madison schaukelte und fiel runter. Jetzt stehen sie beide auf. Aber wer macht einen Fehler? Madison. Die Schaukel ist immer noch in Bewegung und sie wird ihren Kopf treffen, wenn sie aufsteht. Aubrey und James machen das Haus sauber. Aubrey hört Musik, während sie das Wohnzimmer staubsaugt und James putzt die Fenster. Wer ist hier nicht besonders schlau? Aubrey. Der Staubsauger ist nicht eingesteckt. Mia und Ethan fahren in die Sommerferien. Mia fährt nach Griechenland und Ethan besucht seinen Bruder in Sydney. Wer ist nicht schlau? Ethan, er packt Shorts und Badesachen ein, aber er wird sie nicht brauchen, denn es ist Winter in Australien. Carter und Layla haben es eilig, zur Arbeit zu kommen. Carter telefoniert beim Laufen und Layla schreibt eine SMS, während sie läuft. Wer wird zu spät kommen? Layla. Sie schaut auf ihr Telefon und sieht nicht die Grube, in die sie gleich treten wird. Lea und Aaron fahren, um ihre Freunde zu treffen. In Leas Auto liegen all ihre Sachen verstreut und Aaron fährt schneller, als die Geschwindigkeitsbegrenzung erlaubt. Wer ist nicht schlau? Lea. Es ist nicht sicher, ungeschützte Dinge im Auto rumliegen zu lassen. Falls sie eine Vollbremsung machen muss, kann sie getroffen werden. William und Daniel fahren und kommen zu spät zur Arbeit. Wer macht einen Fehler? Daniel, er fährt weit über das Tempolimit in der Ortschaft. Jane und Amelia ruhen sich im Park aus, nachdem sie 5 Kilometer gelaufen sind. Jane isst und Amelia trinkt Wasser aus dem Brunnen. Wer ist nicht so schlau? Amelia. Das Warnschild zeigt eindeutig, dass das Wasser nicht trinkbar ist. Max und Ezra fuhren durch die Wüste und hatten mitten im Nirgendwo eine Panne. Sie verbrannten einen Ersatzreifen, um Rauch zu erzeugen. Max blieb in der Nähe des Reifens und Ezra zog los, etwas Hilfreiches zu finden. Wer ist nicht so schlau?
Ezra, du solltest das Fahrzeug nie verlassen. Die Chancen stehen gut, dass Rettungskräfte den Rauch bemerken und dich finden. Aber wenn du gehst, wirst du sie verpassen. Sowohl Jonathan als auch Savannah haben nicht gut geschlafen und starten in den Morgen. Während Savannah Kaffee kocht, bringt Jonathan den Müll raus. Wer macht hier etwas falsch? Jonathan. Anstelle des Mülls bringt er die alten Spielsachen raus, die sie gesammelt haben, um sie Hilfsbedürftigen zu spenden. Stella und Aurora haben nicht für den Test gelernt. Eine von ihnen hat beschlossen, ihr Bestes zu versuchen und die andere plant zu schummeln. Erkennst du, wer hier schummelt? Stella. Sie hat eine Menge Taschen um sich herum, also versucht sie etwas zu verstecken. Miles und Cooper gingen in einem Park spazieren, als plötzlich ein Sturm aufkam. Ein Blitz traf einen Baum und Miles beschloss, sich darunter zu verstecken. Cooper betrat eine kleine Hütte in der Nähe. Wer hat sich geirrt? Miles. Dass ein Blitz nie zweimal am selben Ort einschlägt, ist nur ein weit verbreiteter Glaube. Ein Schutzraum ist immer der beste Ort, um sich zu verstecken. Leo und Melanie bereiten eine Grillparty vor. Leo kocht und Melanie dekoriert den Hof. Wer ist nicht schlau? Leo. Während er kocht, verdirbt das Fleisch in der direkten Sonne. Herzlichen Glückwunsch, das war's für heute. Jetzt zähle deine Punkte zusammen. Wenn du 10 Punkte oder weniger hast, liegst du unter dem Durchschnitt. Sei nicht traurig, sieh es als Anfang. Schau dir ein paar andere Rätsel an und trainiere für die nächste Runde. Wenn du zwischen 10 und 25 Punkte bekommen hast, liegst du voll im Durchschnitt. Toll, du bist auf dem richtigen Weg. Und schließlich, wenn du 26 Punkte oder mehr erreicht hast, dann bist du in großartiger intellektueller Form. Hier ist eine interaktive Medaille von mir und meiner Bewunderung. Gratuliere!